Findet ihn und schaltet den Strom ein. Ich wollte euch das ja schonend beibringen mit all dem utopischen Kurs. Ah, Miracoli. Ja, genau, Miracoli. Hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu. Wir sind nicht 100.000 Jahre in der Zukunft. Das war gelogen. Es sind 50.000 Jahre. Nein, stimmt auch nicht. Ich lüge, wenn ich nervös bin. Es ist nur eine Woche. Nächste logische Frage. Warum bin ich nervös? Bin ich gar nicht. Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später jede Menge Schwierigkeiten und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. You may work with robots. Schaltet den Strom ein. Beeilung, wir müssen euer Training beginnen, bevor etwas anderes passiert. Guck mal, hier gibt's unfertige Versionen von uns. Oh, ein Kabel. Ohne Witz, man sollte die Putzfrau hier feuern. Hier ist alles so dreckig. Komm mal hier irgendwie rein. Ja. Aber ich finde keine weitere Portalfläche. Hier gibt's 100% eine. Ja, tatsächlich. Ja, geil. Ah. Oh, oh, nice. Oh, hier steht Kaffee. Warte, was steht drauf? I like... I just hate my boss. I like work, I just hate my boss. Ah! Jetzt mal weggehen, dann könnte ich das Ort zeigen. Ja, hier. Enrich yourself today. Volunteer for testing. Hier, nam. Ja, oh, was? Ja. Ist so ein Arm drin, das ist so dieser Arm von Pi. Hier, nicht Peabody, sondern von Atlas. Hä, was? Hier, dieser Arm in der Flasche, Junge. Ja. Oder im Glas und nicht die Flasche, was auch immer. Ach, da oben ist auch eine Fläche wieder. Heißt, ich hoffe, du verzweifelst jetzt genauso sehr wie ich. Ich bin mich kurz am Verzweifeln, Schatz, ich komme hier nicht mehr raus. Das ist schon wieder da lang. Kommst du mal zurück? Eigentlich, vielleicht, zufällig? Ja, wieso, ich bin noch richtig. Oh, ich sitze in Tubret und arbeite halt an einem Uraltrechner. Warte, muss noch ein bisschen Sightseeing machen. Bis das LP in die Länge ziehen. Gut, die Demontageeinheiten sind repariert. Stimmt nicht, aber sie sind nicht mehr ganz so kaputt. Da ist einer am Ende dieses unvollständigen Testbereichs. Oh. Bist du schon runtergefallen? Oh nein! So, mal hier. Oh, hier gibt's Turrets. Ja, yeah, und ein bisschen Wichse. Juhu! Du bist, glaube ich, darüber. Oh. Ach, ich dachte schon. Ah, da sind die Turrets. Ich habe einen Würfel, guck mal. Ja, wir müssen wahrscheinlich darüber. Oh! Ach du Scheiße. Oh. Was, ich dachte eigentlich, hier wäre voll die Schlucht drin. Ich dachte auch, da wäre eine Schlucht. Bäh. War voller Drehbohr. Oh, ich hab's sogar mit einem Sprung geschafft, da drüber zu kommen. Oh mein Gott. Ich such mal hier irgendwie was dran. Okay, nein, irgendwie da oben oder so. Aber wir müssen ja darüber. Bisschen kurz, oder? Ach krass, das ist ja eine Eishöhle. Guck mal hier. Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Mich würde interessieren, wie hoch das Ganze, wie tief das Ganze ist. Warte, dreh mal das Passwort hier da irgendwie hin, dass wir da ein bisschen was dran haben. Portal meinst du? Passwort. Echt? Und du würdest, ich sage dauernd Passwort, ich könnte so kotzen.
Passwort. Ja. Das sagt sofort. Ich habe erst jetzt realisiert, dass. Oh, ups. Hallo. Läuft bei dir. Anstatt dass ich Tschüss sage, sage ich Hallo. Mann, die Fläche ist kaputt. Oh, ah ja. Gib's mir. Ah. Ach, ich muss das hier hin machen. Kranke Party. Was? Nein, eigentlich überhaupt nicht, oder? Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was wir da oben wollen. Ja, keine Ahnung, aber wir können da hoch, also machen wir es einfach. Wenn's geht, warum nicht? Ja, eben. Ich geh mal in die andere Richtung, ich guck auf der anderen Seite. Hier ist gar nichts. Hier auch nicht. Hä, doch, da musst du doch hochkommen, oder nicht? Nein, da geht's hoch und dann geht's aber erst wieder runter. Ja, aber scheiße, kannst in die Schlucht. Kannst du gerne mal runtergehen? Ah. Nein! Los, rein mit dir! Geronimo! Ach so, warte, was, wenn ich das so mache? Das wäre natürlich eine Idee. Lass mal da oben auch ein Portal, bitte. Ich komme hier nicht rein. Ah, jetzt. So. Ja, perfekt. Oder warte mal. Oh, noch zu kurz. Ja. Also jetzt mal, genau. Ja, noch ein bisschen. Ja. Yes. Jawohl. Soll ich mal runtergehen und die wegrippen? Oh, wo bin ich denn jetzt? Scheiße. Oh. Ups. Ich bin ein bisschen gestorben. Wo bleibst du denn? Komm jetzt. Leck mich, genau. Ich hätte fast gesagt, leck dich. Da. Da. Ich nehme so ein Turret-Netz. Folgendes Problem. Irgendwo hier befindet sich ein altes Prototypgehäuse. Jemand hat es gefunden, sich damit verbunden und will jetzt meine Anlage übernehmen. Die ganze Woche habe ich versucht, einen dieser Menschen in eine Tötungsmaschine zu verwandeln. So eine wie, na ihr wisst schon wer. Es ist erstaunlich, Voldemort? Wie wenig so ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Lange Rede, kurzer Sinn, alle Menschen sind tot. Damit hängt alles an euch zu entfernen. Hä? Komm mal her. Ja. Ich kann diesen Turret hier nicht drüber werfen, guck mal. Was? Warte, gib den mal her. Wo ist er hin? Nein! Du hast Steve getötet! Warum tötest du meinen Freund? Oh Mörder! Ich bin jetzt dein Freund! Oh gut, ich wusste nicht, ob die Montage funktioniert. Eine geheimnisvolle Frau im Prototypgehäuse hat eine Botschaft für uns. Sie hat keine Angst vor mir. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir testen weiter und beweisen so, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Egal wie tödlich diese Tests enden. Marco, komm mal, komm mal. Marco, ich muss leider deinen Spaß beenden. Komm mal bitte her und sammle die Kiste hier ein. Die Kiste, den Würfel. Ja. Da. Du, da komm ich ja nicht hin. Was war das denn? Na, Mom? Meiner. So, und. Oh, nice. Ach, wie geil! Das ist ja cool.
Nice. Das ist ja recht cool. Ja. Ich will hier runter, aber du stehst einfach auf der Luft. Oh ja. Da müsste immer noch ein Portal hin. Aber wie? Wenn es da unten noch irgendwo einen Springdingen gibt, dann weiß ich wie. Genau, ich habe keine Ahnung. Guck mal, geh mal dahin und betätige das. Also beziehungsweise mach das mal, mach den Trigger mal aus. Ach so, ja, genau. Ja, dann setze ich das Passwort da und da. Das Passwort. Weißt du, ich schreibe jetzt seit ein paar Tagen habe ich einen Passwortmanager geschrieben und deswegen kommst du ran und darum sag ich ja noch ein Passwort. Oh, das kam ran, Schnuggi. Nope. Scheiße. Ach so, stimmt, ich kann da ja einfach durch, ne? Also, ja. Nam. Das war ich nicht. Oh doch, ich bin hier reingelaufen. Entschuldigung. Das macht, falls ihr geradewegs in ihrem Leben seid. Sehen, fallt ihr natürlich in Säure. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin versehentlich in die Fläche reingelaufen. Es tut mir furchtbar leid. Wow. Oh, wow. Ja. Nope. Warte mal, ich frage mich gerade, was ich tun soll eigentlich. Da ein Passwort setzen? Ein Passwort? Ah! Scheißendreck! Sehr gut! Oh mein Gott! Warte. Das ist viel zu weit oben. Ich kann da kein Passwort setzen. Also es ist, ich meine, ich kann da, aber es würde nichts bringen, siehst du? War da oben nicht irgendwie was? Irgendwas? Da gibt's doch keine Passwortfläche. Ja. Guck mal hier. Tschüss. Ah, schön. Ups. Konzentriert euch. Wir sind hier, um den Feind zu besiegen, nicht um zu sehen, wie ihr euch zischend in Säure auflöst. Also. Ich hab irgendwie eine leichte Idee. Also so ein bisschen, was man. Da unten. Ich glaube, du musst den Würfel nehmen, ne? Was? Ich glaube, du musst den Würfel nehmen. Ja, ist doch da oben. Spring da mal gegen. Würdest du mal den da oben da gehen? Wo? Ja, ich weiß, den musst du nehmen. Was? Doch, was? Geh mal nach da. Ja. Da drauf. Versuch den da zu. Siehst du? Ja, ich hab das schon die ganze Zeit versucht. So. Das ist die Sache. Und ich krieg's nicht mehr hin. Ich hab noch WhatsApp Web offen, merke ich gerade. Oh, kriegt der kleine Jakey es nicht hin. Oh. Putsch. Das sieht einfach aus wie so eine Fliege, die gegen die Scheibe fliegt. Bin ich super. Oh. Ey! Ey! Nein! So, jetzt versuch du mal. Das sieht doch wirklich richtig lustig aus. Scheiße. Den kriegst du nicht, glaub ich. Warte. Warte mal. Haha! Aua. Uäh.
nein! Ich hab mich umgesehen! Das musst du wieder runter. Ja. Das ist voll der Kackbuhn, Alter. Lernen wir zu spielen, Junge. Halt dein dummes Maul. Selber. Dein dummes Maul. Selber. Okay, die Idee war, dass ich hier ein Portal setze. Du, dann, ich dann hier noch ein Portal setze und jetzt ist die Idee vorbei. Okay. Lass mal deine Portale da, wo sie sind. Hm. Ja. Ja, wegen der Kamera. Die Kamera filmt dich dann da. Oh, guck mal. Hui. Was ich hier doch versuche, ist irgendwie... Wir müssen aber... Ja. Da hinten dran zu kommen, also da. Von hier aus, aber es geht nicht. Dass ich hier einsetze und dann irgendwie da und dass du dann da irgendwie... Das ist aber nicht möglich, das ist aber nicht möglich. Ja, merke ich. Den Würfel haben wir dafür gebraucht. Warte mal ganz kurz, setzt du mal hier im Portal, ich will mal ganz kurz was nachsehen. Nee, warte. Also für die Brücke. Ah, nee, nee, das kriegt man nicht hin. Man muss schon von der Brücke ein Portal setzen. Ja. Ist auch mal, dass wir irgendwie die Brücke hier immer dahin hinbekommen. Dass wir dann einfach hier rüber spazieren können. Ja, ja, genau. Ja, aber wie? Weil ich habe ja keinen Zugang darauf. Warte mal. Wenn ich jetzt da mein Portal so hinsetze. Und dann. Moment. Ja, Tatsache, es ist richtig. Tada! Awesome. Siehst du mal? Scheiß Kamera. Roderick. Mission erfüllt. Jetzt weiß nice. Sie, dass Sie Bäh. Auch keine Angst vor ihr haben. Das war nur eine Aufwärmübung. Der eigentliche Plan lautet, ich verwandle euch in Tötungsmaschinen, damit ihr sie töten könnt. Was? Tötungsmaschine? Ich bin doch schon eine Tötungsmaschine. Also, ne, ich kann voll gut Fliegen totschlagen und so. Huch, wurde ja geschrieben. Mal sehen, wie aus Matschbirnen echte Tötungsmaschinen werden, Seite 70. Ja. Wie groß bist du, Testsubjekt? 1,45. Seit wann kann man Abfall so hochstapeln? Ein Klassiker. Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durchschnittlich 2,30 Meter hochgestapelt und das weiß ich sogar. Testsubjekt, deine Mutter ist so... das ist ja widerlich. Trainiere einfach weiter, während ich mir das hier ansehe. Okay. Ich hab jetzt wahrscheinlich voll krass mit dem Beats gestört. Kaum. Ja, und weiter? Ja, distracte ihn, warte. Und dann schmeiß ich ihn ab mit dem... stell dich vor ihn. Dann schmeiß ich ihn damit ab. Ja, perfekt, warte. Nein, nein, stell dich hier, neben das Glas rechts, genau. Nein, nein, hier? bleib da stehen, sodass er auf dich zielt, ja. Ne. Ups. Warte. Du darfst jetzt nicht sterben. Hallo. Hopp. Warte mal, ich spring einfach auf die andere Seite und dann... Hab ich ihn gekillt? Ja. Ja! Sie sterben einen ehrenhaften Tod. Das Sterben traue ich euch zu, aber ehrenhaft? Da bist du. Suche. Nur wieder rüberkommen.
keine Ahnung. Aber ich kill den anderen auch auf jeden Fall nochmal.